Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir zocken Mass Effect 2. Warum Mass Effect 2? Weil am 9. März kommt der 3er raus, Mass Effect 3. Und ich habe mir gedacht, wir zocken erst das 2er, erstellen uns einen Charakter, spielen das Spiel durch. Und dann, wenn Mass Effect 3 rauskommt, importieren wir den Charakter in Mass Effect 3. Und... ja, ich muss dazu sagen, sowohl das 1er auch als das 2er gehört zu meinen absoluten Favorites. Ich habe mir das 1er gekauft für die 360, ich habe mir das 2er gekauft auch für die 360, da sogar diese N7 Collector's Edition. Und ja, absolut, beide sind absolute, gehören zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Und deswegen bin ich richtig geil drauf und bin richtig heiß, jetzt das 2er erstmal zu Let's Playen und dann später auch das 3er. Da muss ich noch dazu sagen, von der Zeit her wird es ein bisschen eng. Wir haben jetzt Anfang Februar und wenn das 3er am 9. März rauskommt, dann sind es nicht mehr nicht mal ganz 5 Wochen nach Adam Riese. Das wird eng. Also das heißt, es könnte sein, ich rechne mal mit so 90 Parts könnten es werden. Mal schauen, ja. Mal schauen, vielleicht auch ein paar weniger, wenn Gott will. Auf jeden Fall kann es passieren, dass ich am Tag bis zu 3 Teile hochlade. Da müsst ihr halt durch. Also wie gesagt, aber es geht jetzt leider zeitlich nicht mehr anders. So, dann machen wir da ein neues Spiel. Wir machen einen weiblichen Charakter. Ich habe die ganzen Teile vorher immer einen männlichen Charakter. Mit einem männlichen Charakter durchgezockt. Und diesmal wird's eine Frau. Ich will auch mal so ein bisschen eine Frau sein, ja. Nur im Spiel jetzt natürlich. Ansonsten mag ich meinen Penis. So, jetzt Ladebildschirm, also wenn man mal nicht hinguckt. So, was haben wir hier? Schwierigkeit im Kampf, was gibt's da? Nee, leicht ist mir zu easy. Veteran, nee, Veteran, hallo? Normal. Diese Schwierigkeit ist für Spieler gedacht, die schon Erfahrung mit Shootern und Rollenspielen haben. Er bietet die normale Spielerfahrung von Mass Effect 2. Yeah, ja, da zähle ich mich doch mal voll dazu. Automatischer Stufenausstieg, das lassen wir aus. Das machen wir selbst. Untertitel brauchen wir keine, ich habe die Sprachlautstärke so angepasst, dass es auch so gehen müsste. Automatisch speichern lassen wir an. Electronic Arts Presents Mass Effect 2. Dann BioWare Production. Und da geht's los. Spacey! Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen sie Geth bekämpfen. Geth! Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihr werden sie folgen. Sie ist eine Heldin, ein verdammtes Idol. Aber sie ist nur eine einzelne Frau. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Wer weiß. Dann sorgen sie dafür, dass wir sie nicht verlieren. Na, da bin ich auch voll dafür. Im Jahr 2183 erfolgt eine vernichtende Angriff auf die galaktische Gemeinschaft. Eine Armee synthetischer Geist stürmt die Raumstation eine Rüge zu öffnen. Gewaltige Maschinen, die alle 50.000 Jahre sind, die Organisation ausschließen, Commander Shepard führte die Verteidigung an, aber diese Rüge verlor dabei das Leben der neue Radioführung der Menschen, will jetzt Gerüchte wieder Rüge einnehmen, in der Hoffnung, die Befürchtung in die Bevölkerung zu erscheinen, aber keine Chance. Wer liest so schnell? Wer? Kein Mensch. Kein Mensch. Da ist die Normandie. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit.
Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Falsch. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausweichmanöver! Presley! Kinetische sind unten! Hülle mehrfach beschädigt! Waffen offline! Löscht mal das Feuer! Ach, hey. Shepard? Notsignal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Ja. Ja. Ich mach das hier nicht, damit man später unsere gefrorenen Leichen findet. Alle in die Rettungsshuttles. Joker ist immer noch im Cockpit. Er will das Schiff nicht verlassen. Ich werde auch nicht gehen. Ab in die Shuttles! Ich wuchte Jokers Hintern persönlich hier raus. Commander. Raus hier, verdammt! Ja, ich kann auch anders. Alle rein da. Los, los, los. Oh. Das geht nicht mehr durch den TÜV. Ah yeah, und da haben wir das erstmal die Steuerung ins Cockpit gehen. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist die SSV Normandy! Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt! Ja, so weit war ich auch schon. Alles klar. Also ich bin die Steuerung von der 360 gewohnt. Baby, haltet durch, haltet durch! Deswegen, also da werde ich mich erst noch ein bisschen eingewöhnen müssen. Oh. Yeah, richtig geil. Und die Aussicht genießen. So, und dann gehen wir ab Richtung Cockpit. Süße, wieso atmest du denn so schwer? Was ist denn los? Luke, ich bin dein Vater. Nein. Kommen Sie, Joker, wir müssen hier raus. Badali. Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Idiot. Die Normandy ist Geschichte und wir auch, wenn wir hier nicht rauskommen. Nein, wir müssen nur... Oh nein. Sie kommen für einen weiteren Angriff zurück. Oh. Oh, Vorsicht, der Arm! Ja, wer nicht hören will. Commander! Shepard. Na, das war doch die Männerstimme. Ja, haben wir
mal so... Schon den ersten Bug hier. Oh. 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 Ach je. Die Musik und der Soundtrack auch allgemein, sowohl im ersten als im zweiten Teil, richtig geil, richtig großes Kino. Kann zu jeder Zeit, finde ich, mit Hollywood mithalten. Mass Effect 2. So, und das sind wir. Ziemlich verkuckelt. Von innen. Commander Shepard wurde geborgen. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Jetzt werden wir hier regeneriert. Alles total zerbröselt und alles verbrannt. KM 322. Ja, es wird. Da ein Schräubchen, da eine Mutter. Da-dum, da-dum. Ah, Hirn haben wir auch. Alles klar. Ladebildschirm. Aha. Oh, ging ja flott. So, Lazarus-Projekt. Vorname des Subjektes eingeben. Jacqueline. Jacqueline. Geht das? Jacqueline. Jacqueline Norris Shepard. Weiblich angepasst. Dann das Objekt ein, alles klar. So, individuelles Aussehen. Ich hab da mal was vorbereitet. So, jetzt gibt's hier unten den Code. Ich mache hier mal kurz einen Cut. Ich bin gleich wieder da. Ich gebe den schnell ein. Ah, ja, das kam bei raus, als ich das eingeben habe. Ich habe mir hier einen Code notiert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die sieht aus, als hätte sie kein Blut im Kopf und wäre ein Clown explodiert. Moment nochmal. So, jetzt hat es dann doch noch geklappt mit dem Code und so sieht sie aus. Unsere Jacqueline Norris Shepard, ja. Ich wollte eine haben, die muss die Ausstrahlung haben, kennt ihr das, wenn ihr in der Disco eine anlabert und ihr denkt euch nach 5 Minuten, oh, macht die Futterluke zu, geht aber trotzdem nicht weg, weil ihr sie irgendwie mit heimnehmen wollt. Und genauso soll die sein, so eine richtige Assi-Braut. Wir werden auch nicht hier Renegade und gleichzeitig Paragon, sondern wir gehen richtig in die Vollen, ja. Wir zerlegen alles, was es zu zerlegen gibt und wir klopfen jeden kleinen annehmen, den wir klein klopfen können. Klein klopfen können. Richtiger Zungenbrecher. So, wählen Sie einen klassenspezifischen Verbesserungsprozess aus. Wir machen Experte. So, jetzt, das lese ich jetzt nicht vor. Experten haben LX Level 5 Planer, der Mikrosignal sagen können. Ja, das sehen wir dann alles. Auswählen. So, persönlichen Hintergrund eingeben. Waisenkind, wuchsen auf der Straße auf. Entkam der Kleinkriminalität, 18 Jahren ins Militär eingetreten. Ja, genau so. Einzige rücksichtslos ist sie. Die ist sowas, also sowas von rücksichtslos. Es ist nicht zu beschreiben. So, ja, alles klar. Bestätigen. Nächster Ladebildschirm. Ja. Gut, es ist so. Da werden wir diesmal wohl auch nicht immer drum rumkommen. Da müssen wir durch. Und jetzt geht's los. Sie reagiert auf externe Stimuli. Sie nimmt ihre Umgebung wahr.
Oh Gott, Miranda. Ich glaube, sie wacht auf. Wilson, sie ist nicht so weit. Geben Sie das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Von was? Dosis von was? Was geben die mir hier? Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir haben einmal verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Nein, hä? Versteh dich nicht. Da haben wir sie. Richtig geile Assi-Braus. Schalten Sie mich raus aus dem Bett sofort. Die Anlage wird angegriffen. Komm, Süße, steh auf. Komm, Mutti. Jetzt reiß dich mal zusammen. Greifen Sie sich die Pistole und die Panzerung aus dem Spind. Wir haben keine Zeit, auf irgendwas zu warten, Shepard. Schnappen Sie sich Ihre Waffe und die Panzerung. Leertaste. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus... Oh, Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Okay. F, Deckung verlassen. Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. So, ich muss sagen, die Grafik im Vergleich zu der 360-Version ist, würde ich sagen, ungefähr gleich. Die Auflösung ist ein bisschen besser, das merkt man. Nachladen R. Alles klar, Tür auf. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Eine Barrikade, alles klar. Aber man sagt, wow. Check. So, was haben wir da? Haben wir irgendwo noch Muni? Muni. Da haben wir was, jawohl, sehr schön. Da noch. So, in der 360-Version, da gab es ja so ein Muni, so ein Menürad mit den Triggern, hat man sagen. Ah, und hier ist 1, 2, 3 und die anderen kann ich dann wohl irgendwie selbst belegen. Shepard, Sicherheitsmechs nähern sich ihrer Position. Suchen Sie da sich soll ich irgendwo, hin? Gehen Sie in Deckung. Risiko ein. Bleiben Sie in Deckung, während Sie die Mechs ausschalten. Bam. Mal für Ziel an. Sagen. So, was haben wir? Singularität. Boom. Also ich muss auch sagen, mir gefällt der Experte. Oder hat mir bis jetzt immer am besten gefallen. Wobei er den Nachteil hat. Bist jetzt mal ruhig, jetzt red ich mal. Wobei er den Nachteil hat, dass er gerade bei der 360-Version ist mir immer aufgefallen, dadurch, dass er so viele Biotikfähigkeiten hat, kommt man mit dem Anwählen gar nicht nach. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist hier in der PC-Version. Dadurch, dass ich die Tasten hier von 1 bis 8 anscheinend belegen kann. Keine Zeit, hier liegt alles rum. Ich kann die Max nicht lange ablenken. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Tür auf. Neue Verstärkung in Ihre Richtung unterwegs. Nehmen Sie der Leiche des Sieg. Da kommen die Max. Deckung. Schalten Sie sie mit dem Granatwerfer aus. Linke Umschalttaste gedrückt halten, um den Granatwerfer auf. Bewegen Sie die Maus. Okay. Und jetzt kann ich hier. Aber das habe ich ja schon. Geht das wieder weg? Minimieren. Sorry, ich langweile gerade ein bisschen, aber ich muss es doch irgendwann mal lernen. Und jetzt habe ich den... Yeah, okay. Ruhemodus beendet. Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Mit dem Mausrad kann ich anscheinend auch die Waffen wechseln. Dann machen wir das doch... Ja, ist doch gut. Bleib doch mal ganz ruhig. So, mal herunter. Und dann durchbrechen. Jawohl. Was? Was? Auf. Was? Nee, eben nicht. Tür auf. Wow. High Metals. So, was haben wir da? Auf Datenlog zugreifen. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte. Bitte? Scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder. Und es gibt...
rudimentär? Ist mich verarschen? Ich verstehe kein Wort. So, okay, das müssen wir uns jetzt nicht alles geben. Es ist teuer und sie halten uns für strunzblöd. So viel habe ich verstanden. Nein. Nee, das wird wohl nix. I'm so sorry. So, Dunlock. Miranda ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Als Projektleiterin sollte sie angesichts unserer Fortschritte Begeisterung zeigen. Komm hier rüber! Wow. Deckung. Wo ist noch einer? Hier. Nachladen. Was machen Sie denn hier? Wer bist du denn? Ich bin noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Ja. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Mhm. Ich sag Ihnen alles. Aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Was ist mit den Macs? Sicherheit. Normalerweise kämpfen sie für uns. Jemand muss sie gehackt haben. Das ist eigentlich unmöglich, außer man hat Zugriffsrechte. Wir müssen sie hier rausbringen, Shepard. Alles klar. Es ist Ihre Station, Jacob. Ich folge Ihnen. Schritt 1. Wir erledigen diese Dreckskerle aus Metall. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Jo, alles klar. Alles klar, so jetzt gucken wir da mal. Kann ich jetzt... Ah ja, jetzt Drag and Drop. Yeah, Drag and Drop. Okay, jetzt haben wir seine Biotif-Fähigkeit auf die 8 gelegt. Dann probieren wir das gleich mal. Oder? Ich hab sie! Das war ja voll daneben. Alles klar. Alles alleine machen. Sind Sie bereit, von dieser Station zu verschwinden? Bevor wir irgendwo hingehen, brauche ich ein paar Antworten. Sicher. Was möchten Sie wissen? So, jetzt für alle die, die das 1er, also Mass Effect 1, nicht durchgezockt haben. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Der Arme. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Also gut, komm raus hier. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Macs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test, Test. Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Max im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal, Sie müssen sie da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Verschwinden wir von hier. Aber zack ich. Mit Sicherheit. Zu den Wartungstunneln kommen wir durch diese Tür. Alles klar. So, dann war es das mit der Einführung, dem ersten Teil von Let's Play Mass Effect 2 und wir sehen uns dann hoffentlich im zweiten wieder. Adios!